Und ja, damit obwohl Sydney ist auf dieser Karte auch unnötig. Und damit herzlich zurück. Und damit herzlich willkommen. Boah, was habe ich denn heute? Und damit herzlich willkommen zurück. Ach, ja, okay, sehr Pete. Zum bekifften Killer. Hallo. Hallo. Aber wenn wir von unnötigen Charaktere sprechen, muss ich sie Peter gar nicht erwähnen. Ja. Boah, nicht mal böse gemeint, ich meinte jetzt wirklich nur seinen Charakter. Ich wollte gerade sagen, da weiß man jetzt nicht, war das jetzt bösartig gemeint oder hat er einfach nur einen scheiß Charakter? Wenn du Tab drückst und dann das Symbol neben sie siehst, weißt du auch, was er ist. Oh, okay. Ja. Ich habe nur den Burger gesehen, das reicht schon. Ja, das reicht doch vollkommen. Das Problem ist, mein Charakter bringt leider auch nicht so viel. Ja, ich renne wieder in dieselbe Sackgasse. Mann. Da es halt im Endeffekt immer nur den Herzschlag stoppt. Und selbst, okay, selbst Sydney bringt hier nicht so viel. Genau da war ich ja gerade bei. Weil Sydney würde ja theoretisch die Unsichtbarkeit stoppen. Okay. Obwohl, das wäre interessant. Könnte Sydney den Mörder sehen? Das würde mich jetzt auch interessieren. Frage ist, ob das viel bringt. Na, nicht sonderlich viel oder so, weil. Obwohl Sydney könnte ihn dann die ganze Zeit anstarren, kann er sich nicht mehr materialisieren. Stimmt, das geht ja nicht, wenn dich einer anschaut. Ich fand das jetzt gerade saugut, wie er mich angeguckt hat, Alter, wie so ein betrommelter Fetzer, ey. Oh Gott, scheiße. Ja, eine Kettensäge und ist hinter mir. Okay. Nein, das finde ich nicht so okay. Also ich kann sagen, ich kenne 3 Generatorplätze und an jedem der Plätze ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, was er tut. Ich weiß nur, der Fette wird eh gleich sterben. Lebst also du noch? Die Kettensäge ja, ist ein Nachteil hier. Weil du musst dich einmal enttarnen und da musst du ihr sofort, da musst du die Kettensäge noch anwerfen. Du musst sie nicht anmachen. Du musst sie nicht anmachen. Du kannst auch einfach im Nahkampf schlagen. Du brauchst 2 Schläge im Nahkampf. Okay. Schlimm ist, wenn man sich überhaupt nicht auf der Map auskennt. Ist ja nicht so, dass wir 5000 Mal gespielt haben. Gefühlte 10.000 Mal sind schon. Ja. Orientierung wie eine Bockwurst. Zumindest hast du eine. Ja. Bockwurst ist auch wurscht. Oh, ich war... Ciao. Als Fetzer kannst du eh nichts machen. Ist hier noch einer gewesen? Ciao. Curry. Nur noch wir beide. Gib mir deinen Schlüpper und ich schenke dir die Freiheit. Nimm noch den vom Dicken. Nein, du bist ja wieder Blondchen, wie es gesehen, wenn ich es richtig gesehen habe. Nein, ich bin nicht Blondchen. Ich bin die Schwarzhaarige. Egal. Ich bin die Schwarzhaarige. Boah, Alter, diese Map. Boah, vor allen Dingen, wenn du dem länger als 10 Minuten zuguckst, immer, du läufst ja schon in Gefahr des epileptischen Anfalls. Also man muss sagen, diese Map mit dem Mörder ist bis jetzt die fairste, finde ich. Die ja. Und dicht gefolgt von, also was heißt dicht gefolgt, aber gefolgt von Jason. Was? Jason, die haben wir bis jetzt am öftesten geschafft. Wie gesagt, Jason ist eben der Vorteil, er sieht deine Spuren erst, wenn er in deiner unmittelbaren Nähe ist.
Bei der Lodge stört mich halt, dass diese Dingsfalle, diese Axtfalle dich tötet, auch wenn du von der falschen Seite oder so aufmachst, ja, dass du sie halt nicht entschärfen kannst. Das ist aber auch das Einzige. Ja, du kannst keine von deinen Fallen entschärfen. Der hat drei verschiedene. Vielleicht doch, muss man mal gucken. Ich hab schon geguckt bei der Axtfalle. Oh, Alter, lass sie nicht entkommen. Ja, toll! Oh, fuck you, Alter, diese Map. Jetzt wäre ich halt gern das Blondchen, ne? Ich renne auch immer wieder im Kreis hier irgendwie, weil diese verschwommene Sicht und... Oh. Ai. Hi. Ja, mein Gott, lass doch gut sein. Normalerweise hätte ich dich schon müsste ich dich entkommen lassen, weil der Typ zu blöd zum Töten ist. Ich bin runtergesprungen. Ich kann halt nicht springen mit der Ausdauer, verdammt! Ich hab dreimal versucht zu springen und dadurch, dass ich versucht habe zu springen, ging meine Ausdauer jedes Mal wieder leer. Scheiße! Curry, du bist vorbeigelaufen. Also links waren ja diese Durchgänge, wo man ja die Karten reinpackt, ne? Dann sag das doch, dann wäre ich zurückgelaufen. Ich darf das doch jetzt nicht. Ich war tot. Nein, tot ja und? Darf er keine Auskunft geben. Haben wir vorher nie gesagt. Doch, stimmt. Er sieht ja nur, du siehst ja nur seine Perspektive. Du siehst ja dasselbe, ja, genau, was er sieht. Oh, okay. Das nächste Mal sage ich dann Bescheid. Stimmt, das du siehst dasselbe, was er sieht. Ich darf wieder nur einmal Mörder spielen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich will auch mal wieder zweimal Mörder spielen. Ja, ich bin Noah. Ich bin tot. Was bist du? Noah. Du bist Noah, das ist doch in Ordnung. Boah, da hängt er da erstmal an der Tür fest. Der Mörder auch, übrigens. Was ist mit dem Mörder? Hinter mir. Nein, 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 nein. Hinter mir. Ja, tschüss. Oh nein, er ist hinter mir. Du bist ja auch in die Arme gelaufen. Ja, ich kann auch wieder nicht rennen, das ist das Problem. Du darfst beim Suchen nicht so viel rennen, immer nur so ein Stück am besten. Hm. Damit du mehr für den Mörder hast. Ich bin im Irgendwo und im Nirgendwo und der Killer ist hinter mir her und ich kann wieder nicht rennen. Du siehst so scheiße aus. Du bist hässlich. Du bist hässlich. Nein, ich bin tot. Einigen wir uns darauf, ihr seid beide hässlich. Ich bleib jedes Mal hier hängen, ey. Das ist so ein doofer Durchgang dort an dieser Stelle. Na, ich weiß, wo du bist, meinst, glaube ich. Ja, er campt am Reaktor. Nein, ich bin hier gerade hergekommen. Ich höre dich da schon die ganze Zeit unsichtbar machen, unsichtbar machen. Wenn du meinst, dass ich campe. Ja, kannst du es ja in meiner Aufnahme anhören, dass du die ganze Zeit dahinter bist. Ja, hier vorne kann man auch durch. Das hat zwei, drei Türen. Aber naja, egal. Hier sind 1000 Türen und ich kenne nicht eine einzige davon. Geht die eigentlich? Dann geht's zum Generator. Ich gehe da nicht hin. Thank you.
Alter, der Kniebeuge? Ja. Sportlich, sportlich. Ich seh's nicht mal, bei mir sieht das so komisch aus. Das sieht wirklich komisch aus oder sah komisch aus. Ist das ein Horrorfilm namens Faceless? Ja, aber ein Horrorspiel. Ja, mein Gott, das ist der Slender, das ist ja kein eigenständiges Horrorspiel, so gesehen. Aber einen Film wüsste ich jetzt nicht. Obwohl, ich bin tot, ich google mal in der Zeit. Also dafür, dass du hier nicht hingehst, habe ich dich gerade wieder gehört, wie du dich entweder unsichtbar oder sichtbar gemacht hast. Ich kann nicht googeln. Ich bin die ganze Zeit sichtbar. Ich stehe auch die ganze Zeit oben in den einen Raum, wo sonst der Reaktor steht. Jetzt fängt der auch mit Reaktor an. Ja, Leute! Wenn einer das zu oft sagt, dann sagen das irgendwann jede. Ja, nehme ich kurz das nur an, dass gesagt wird, dass ich campen würde und mich die ganze Zeit unsichtbar mache oder nicht, obwohl ich das gar nicht mache. Man hört dich sogar noch runterfallen an der Treppe hinterm Reaktor. Ich bin da noch nicht mal. Gerade, als ich das gesagt habe. Ich muss den Reaktor ausblenden irgendwie. Zählt das aber ganz schön mit deiner Taschenlampe, wa? Ich versuche gerade das Licht. Ich muss erst noch 20 Sekunden erwarten. Ich spiele gerade mit dem Licht rum. Der Nebel wirft so komisches Licht. Ach du Scheiße. Vor allem, man sieht irgendwie überhaupt nichts. Ja, ist der Sinn der Sache, warum ich da stehe. Ich sagen muss, ich glaube, das ist der beste Charakter für diese Map hier. Mhm. Dann habe ich jetzt, glaube ich, keine Chance mehr, wenn es da nicht ist. Luft anhalten. Auch nicht. Hä? Okay, ich habe keine Ahnung, wo sie noch spawnen können. Da vor dir vielleicht? Hier? Ne, da vergiss es. Ja, es gibt drei oder vier unsichtbare Dinger, wo du nicht durchkommst, wo du nicht weiterkommst. Hm. Ich gehe davon aus, das sind die Stellen, wo die Polizei spawnt, weil dann steht da plötzlich so ein Polizeiauto, warum auch immer. Mhm. Ich weiß aber nicht, wo die dritte ist. Die ersten beiden habe ich auch schon gefunden. Aber also bin ich vorhin die ganze Zeit als Killer hingelaufen, weil irgendwie bin ich immer wieder an den Punkten rausgekommen. Ich hasse diese Map, ich hasse sie. Keine Map. Müsste das eigentlich so offensichtlich sein? Da dürfte die ganze Zeit so ein blau-rotes Gefunkel sein. Mhm. Oh nein, ich bin Sydney. Ich will nicht Sydney Roxy sein. Roxy heiße ich. Guten Tag. Mit Mörder kann man da deutlich weiter rausgehen, aber das ist ja nur eine schwarze Wand. Bin hängen geblieben, Alter, aber sowas von. Ritualzone. Was ist denn jetzt gerade los?
Siehst du mich? Ja. Du stehst direkt vor mir. Hallo. Ich weiß. Also kannst du echt durch die Unsichtbarkeit durchgucken? Ich sehe so ein rot gemalten Köpfchen, Ich sehe so ein rot gemaltes Köpfchen. Aber was mache ich jetzt? Ja, vergiss es. Ich sehe auch, wie du durchs Wasser läufst. Hau ab. Ja, das sieht man sowieso immer. Tschüss. Sackgasse. Oh nein, eine fucking Sackgasse! Mann, ich hasse diesen Spieler. Die Olle, die ist so scheiße. Okay, Sidney kann also tatsächlich den Gips noch sehen. Und du siehst da echt diesen roten, so einen gemalten roten Kopf siehst du. Zu schnell. Da ist die Lücke. Hallo. Gib mir mal deine Ego-Perspektive. Ich glaube, ich habe verlaufen. Wer hat sich hier noch nicht verlaufen auf der Map? Oder bin ich jetzt richtig? Ich habe keine Ahnung, wo du da bist. Nee, da wollte ich nicht hin. Ja? Echt? Das geht? Achso, hier könnt ihr theoretisch auch die. Oh, okay, jetzt wüsste ich glaube ich noch eine Stelle, wo die Polizei kommen kann. Echt? Ja, unten gibt es auch noch, wenn du den Bahnschacht durchläufst, gibt es irgendwo noch so eine kleine Leiter, wo du hochklettern kannst. Und da ist zumindest auch wieder für den Mörder so eine schwarze Wand. Ich gehe mal davon aus, da kann auch die Polizei kommen. Das kann nicht möglich sein. Also extrem mies, wenn du erst nach oben läufst, weil du denkst, sie sind da und musst dann nochmal nach ganz unten. Boah, mein Update ist fertig. Die Leiter geht nicht. Alter, ich finde nichts. Was seh ich denn kommen? Sie hat echt das Radio noch gefunden. Ich habe nicht mal das gesehen. Was bist du eigentlich? Du bist der Bekiffte. Echt? Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dann hätte ich das mit dem anderen Ausgang vielleicht noch für mich behalten sollen.
zum Fick? Boah, ich will gar nicht wissen, wie sehr ich an dir vorbeirenne. Ich bin eh jetzt gleich tot. 100 pro, weil ich kenne nur einen einzigen Ausgang. Ja, 10. Scheiße. Boah, und ich musste jetzt. Ich durfte jetzt überhaupt nichts sagen, weil ich immer Angst hatte, ich könnte ihn jetzt spoilern, wo er rumläuft. Ich hatte keine. Ich habe das Radio gerade gefunden, das war oben bei den drei Kisten. Oh. Aber bist du tot? Also tatsächlich? Okay, oh wow. Ich habe die Polizei nicht gefunden. Ach, die war schon. Ich habe gerade. Wieso habe ich denn gedacht, du musst noch überleben? What the fuck? Habe ich jetzt irgendwo falsch gelesen? Nein, die Polizei. Habe ich aber auch nicht gefunden an die Polizei. Also, keine Ahnung, wo die war. Weil ich war unten oben hinter den Kisten halt, hab geguckt, da oben war sie nicht, ja, und da bin ich unten rumgelaufen. Ich glaube, ich habe die Leiter entdeckt, die du meintest, aber da bin ich, war die Zeit abgelaufen. Oh wow, ich starte wieder in jemanden. Aber wir haben wieder eine gute Runde, sehe ich. Ach, super. Ja, also Franklin gehört wirklich aus dem Spiel gepatcht. Der kommt vor allem so häufig. Oh ja, der ist sehr oft. Hallo. Hallo. Ja, war klar. Ich bin eh der Dicke, ich kann nicht weglaufen. Du kannst nicht wegrennen mit dem. Aber dann noch die Arschkarte, dass man den immer zuerst findet. Er ist auch nicht zu übersehen. Nee, das ist. Ja, verstehe. Ich bin nicht mal weit gelaufen, um ihn zu finden. Ich habe nicht mal gesucht. Ja, gut, ich bin aber auch schon mal neben dir gespawnt. Hier war mein Fehler, den ich immer begangen habe. Oh. Egal, dafür hatte ich gerade eine gute Runde. Ja. Die war richtig gut. Und ich bin noch nicht mal gerannt, außer zum Schluss dann ein bisschen. Ich habe dich aber auch nicht einmal gesehen, muss ich zugeben. Das ganze Match über. Ich bin die ganze Zeit gelaufen. Ich bin erst die Punkte abgelaufen, so wo die Generatoren sind. Dann habe ich zufällig bei den einen Punkt die Benzindingens gefunden. Genau dort, wo du bist, halt, ne? Oder war's? Oh, dann habe ich auf dem Weg halt das Radio gefunden, zufällig. Und dann habe ich halt hinterher gewusst, dank dir, wo der Generator ist. Dank mir? Ja, weil du hast mir gezeigt, wo eine vierte Möglichkeit ist, wo das spawnt. Achso, da. Ah, ja, in der Runde davor, ne? Hier, wo ich jetzt bin, ne? Meinst genau. Du? Oh, diese Map. Ich hasse sie. Der Killer kommt auch nirgends durch. Ich muss zugeben, ich kenne leider nur 3 Punkte gerade. Mir fällt gerade nicht ein, wo er noch spawnen kann. Da. Hinter dir. Hier? Ja. Stimmt, das war ja sogar mit einer der ersten Punkte, die wir gefunden haben. Ja. Ich weiß nicht mehr wo, es pisst mich so an. Links. Nein, da renne ich hier, gegen eine Wand, ach so. Du musst wieder hoch. Was, oben? Ich habe die unten auf jeden Fall schon gesehen. Ja, deswegen ja. Super. Ich hasse diese Map. Ich hasse sie. Genau. Sehr. Und du weißt schon, da. Ah. Oh, guck mal hier. Das ist klasse. Okay, du hast auf jeden Fall einen besseren Orientierungssinn als ich. Ich habe einen echt schlechten, man merkt. Ich habe gar keinen. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich bin. Warte mal, das war hier unten.
Ich habe früher den Frank auch immer aus den Höhlen rausgeholt in Minecraft. Da hat er gesagt, scheiße, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Da bin ich reingesprungen, ein bisschen rumgelaufen und habe ich ihn gefunden und dann sind wir zusammen. Ey, komm, ich habe eine Ewigkeit gebraucht, um mich zu verlaufen. 2 Minuten. Mhm. Ich habe ihn nur halt immer nach oben gebuddelt. Nee, das habe ich nie gemacht. Er sollte man ja auch eigentlich nie. Kommt der Kies runter, bist du tot. Oder Lava, oder... Oder ja. Ja gut, aber kommt auf die Höhe. An relativ weit oben kommt ja meist noch keine Lava oder selten. Ich komm nicht durch die Tür, Mensch! Geh da durch. Ich weiß, wo er ist. Glaube ich. Ah. Hä? Hä? Ich glaube, ich würde das Radio nicht mal erkennen, wenn ich da vorstehe, wie das alles am Wabbeln ist hier. Ja, lass ihn nicht entkommen. Super. Sind geflüchtet. Sehr geil. Das war Glück, Scheiße. Ja. Das war Glück. Oh, ich habe eine Orientierung auf der Karte wie eine tote Ratte, ey. Das war wahrscheinlich das Glück, was du beim letzten Mal nicht hattest. Genau das Glück wollte ich nämlich haben beim letzten Mal. Da hast du vollkommen recht. Radio und dann 2 Meter weiter. Ja, Ende. Ich habe das Radio gehört. Das war mein Problem, aber ich wusste nicht, woher es kam. Also das dachte ich mir nicht auch. Als ich gesehen habe, wo das Radio ist, dachte ich mich, eigentlich die Polizei ist doch nicht da und habe erstmal die Kisten abgesucht. Weil ich dachte, du hast genau das gleiche versucht. Aber das ist gut zu wissen, dass du die Map... Oh Gott, ich bin Sydney, ich will den Mörder gar nicht sehen. Dass der sich so schnell orientieren kann da drauf, ne? Aber nur Zipit. Und das Problem ist jetzt, genau der Typ jagt uns jetzt. Ja, das ist das Ende. Und das ist das wievielte Mal? Dritte Mal jetzt. Zweite oder dritte Mal? Hi. Warte mal kurz, mach dich nur mal kurz unsichtbar. Ja, du hast mich. Geh mal kurz hinter die Wand, mach dich mal unsichtbar. Ich will mal sehen, wie es aussieht. Och Mann. Ja, ich weiß, er lief da gerade her. Was? Stehst du gerade in der Tür? Ja. Was? Also man sieht echt einfach nur so einen roten Kopf am Fuß. Echt? Ja. Also Sydney kannst du sehen. Okay, du darfst mich töten. Komm, lauf. Ja, okay. So, du kennst dich eh besser aus als ich. Du wirst mich wahrscheinlich eh so schnell finden. 10, 9, 8. Ich fang Frank. Hau ab! 10, 9, 8. Ich fang Frank. Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Vorlauf. Verpiss dich! Hey, mein Mikro überhaupt an? Vorlauf gehabt. Verpiss dich! Verpiss dich! Ich hasse dich! Geh weg! Ich weiß auf jeden Fall, was Frank nicht weiß. Ich hasse dich. Wahrscheinlich, wo das Radio oder so ist, ne? Nein. Nicht? Nein, das meinte ich nicht, aber er ist... Ich sag's nicht. Oh, ich hasse dich so sehr. Ich wollte gerade sagen, du darfst aufhören, mit daher zu laufen, ich seh dich! Ich will nicht hier raus. Oh. Fuck! Wo geht's denn hier hin? Wo gehe ich jetzt hin? Ich geh mal da lang. Nein, gehst du nicht. Brauchst du nicht. Girls. Nee, hier ist kein Ender, würde ich sagen. Hier sind nur wir Ratten. Hier ist kein Mensch. Hier brauchst du keinen zu töten. Ratten. Geh wieder nach Hause. Hier ist auf eine blonde Ratte mit einem großen nackten Strand. Hier ist bestimmt ein Ausgang. Wollen wir uns nicht treffen und ein Steak essen? Also ich bin nicht das Steak. Von mir aus. Auf jeden Fall wusste ich, dass du an irgendwas Bestimmten vorbeigelaufen bist, was sehr wichtig wird. Ernsthaft? Ja. Oh, scheiße. Aber das war vorhin. Keine Bange. Okay. Ich frage, du darfst dich nicht wegen deiner Ausdauer beschweren, wenn du eh dauerhaft rennst. Hallo? Achso, haben wir ja. Du solltest mal lesen. Ja. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber ich habe keine Ahnung, wo. Ich meine, du könntest mir jetzt sogar den Raum schreiben, wo das... Aber das hörst du ja auch, wenn das Ding angeht. Ich guck jetzt mal, ob es da ist, wo ich vermute, wo es ist. Weil an der einen Position ist es nicht. Position 2 ist es auch. Oh, ich hasse dich. Warum kennt der sich hier so aus? Vor allem, wie schnell das geht. Ich glaube, er hat sich gerade sichtbar gemacht, oder? Aua, ja, hat er. Arsch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.